So, in diesem Video möchte ich mal ein Korollar machen zu dem vorherigen Satz, den wir da hatten. Ja, und ich habe dieses Korollar Cat Car Korollar genannt. Sie können das auch meinetwegen Bobby Car Korollar nennen oder sonst wie oder Auto Korollar, wie Sie möchten. Warum ich das so nenne, werde ich nachher erklären. Aber erstmal, was ist nochmal ein Korollar? Ein Korollar ist eine Eigenschaft, die sich aus einem Beweis oder aus einem vorherigen Satz oder Lemma irgendwie ganz einfach ergibt, indem man noch irgendwie ganz kurz noch irgendwie eine Kleinigkeit hineinwirft oder man erntet sozusagen noch mal eine weitere Eigenschaft durch eine Arbeit, die man vorher gemacht hat. Dann ist es irgendwie sozusagen so ein Anhängsel, so müssen Sie das lesen, an einem vorherigen Satz. So, der Satz, den wir davor hatten, war dieser hier. Das war nämlich hier, dass wir gesagt haben, Mensch, hat man eine Funktion, deren Ableitung konstant 0 ist, dann bedeutet das, dass die Funktion selber auch konstant ist. Ne? Die ist nicht unbedingt 0, die Funktion, aber sie hat halt einen konstanten Wert. Ja, und das weiß man sicher, wenn man eben halt weiß, dass die Ableitung konstant 0 ist, auf einem gewissen Intervall. Okay, und was sagt jetzt also das Ketka-Korollar? Das sagt aus. Also, hier haben wir zwei Funktionen. Ja, wenn wir also zwei Funktionen haben, f und g. Ja, und die sind beide auf demselben Intervall definiert und beide sind diffbar auf diesem Intervall komplett. Ja, und jetzt setzt man noch voraus, dass diese beiden Ableitungen, die es ergibt, dann komplett identisch sind. Das heißt, für alle x aus dem Intervall muss gelten, die Ableitungen sind gleich. So, und wenn das der Fall ist, dann sagt dieses Ketka-Korollar, dann gibt es ein c, eine konstante Zahl aus den reellen Zahlen, sodass für alle x aus dem Intervall gilt, f von x ist nichts anderes als g von x plus c. Das heißt, der Abstand zwischen diesen beiden Funktionen ist konstant. Ne? Ich hätte es auch so schreiben können. Ne? Also dasselbe wie f von x minus g von x gleich c. Ja, also der Abstand zwischen diesen beiden ist gleich. Ja, okay. Wie kann man das nachweisen? Das ist ganz einfach. Ja? Beweis des Korollars. Ja? Ja, man betrachte die Funktion h von x, die definieren wir einfach als f von x minus g von x. Ja, so was wissen wir dann über h von x sofort? Ja, h ist dann stetig und diffbar auf den gesamten Intervall. Ja, weil f und g das beides auch waren, das ist toll. Und wir wissen auch, h' von x können wir ausrechnen. Das ist einfach f' von x minus g' von x. So, und jetzt kommt zum Tragen, dass wir das hier wissen. Die beiden Ableitungen sind immer gleich. So, und dann steht da nämlich sofort, dass die Ableitung h' von x eben halt konstant 0 ist. So, und jetzt der Satz davor sagte, hey, wow, wenn du eine Funktion hast, deren Ableitung konstant 0 ist, dann bedeutet das, dass nämlich dann h von x nichts anderes ist als irgendeine Zahl c. Aber das war ja nochmal, was war das nochmal? Das war ja f von x minus g von x. Ja, und dann steht es da, ne? Dann folgt daraus, dass f von x dasselbe ist wie g von x plus c mit einem konstanten c aus den reellen Zahlen. Ja, also deswegen, also Sie sehen, das fällt sofort ab, wenn man weiß, wenn man den vorherigen Satz weiß. Ja? Man muss also nicht viel Arbeit reinstecken, schon hat man diese Aussage. So, und warum zum Teufel habe ich das in Ketka-Korollar genannt? Warum? Ja, man betrachtet dieses Bild. Ne? Ich hoffe, Sie kennen sowas. Ne? Wenn Sie also zum Beispiel ein Ketka fahren, dann hat das Ding ja nur mal zwei Räder auf vorne. Ja? Und Sie drehen am Lenkrad und dann dadurch, dass Sie am Lenkrad drehen, können Sie eben halt auch lenken und Ihr Ketka in die Richtung bewegen, die Sie halt möchten. So, und so kann es eben halt sein, dass wir zum Beispiel so eine Fahrspur für unsere Ketka kriegen. Ja? Woran liegt das? Wir haben halt zwei Räder, an denen wir lenken, wenn unser Lenkanschlag dann irgendwie geändert wird. Dann ändert sich halt die Richtung dieser beiden vorderen Räder und wir können fahren. Das ist beim Auto so, beim Ketka so, beim Bobbycar so. Wunderschön. So, und was hat das mit diesem komischen Korollar zu tun? Nun, die eine Funktion hier, ich habe mal diese untere hier, das ist g von x. Und die obere Funktion, das ist f von x. So, und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Ja, also sind f und g
Funktionen diffbar und sind die Ableitungen f' und g' identisch, ja, dann existiert eine Konstante, sodass die beiden durch diese Konstante entfernt sind. So, natürlich gibt es hier eine Konstante. Ja? Wenn ich mir das so angucke, wir gucken uns mal diese Stelle hier an, ja, dann ist das eine gewisse Distanz und die finden wir überall. Aber woran liegt das? Die Antwort ist ganz einfach. Naja, ich male jetzt hier mal die Räder rein. Hier ist also das eine Rad. Und das zeigt ja eine gewisse Richtung. Und die Richtung, die es zeigt, ist natürlich die Ableitung. Ja? Und das hier, das andere Rad, durch das Gestänge, das Lenkgestänge, zeigt das Rad in dieselbe Richtung, weil alles andere wäre irgendwie ungesund. Ja? Und das heißt, beide Räder zeigen immer in dieselbe Richtung. So, und was ist denn das jetzt, bitteschön? Was sind diese Richtungen der Räder? Ja? Das eine hier ist natürlich das hier, diese Steigung hier, die wir hier sehen. Dort beobachten wir ja F' an der Stelle X. Ja? Diese Steigung. Oder die Richtung des oberen Rades. Und was wir unten beobachten, ja, das ist ja hier, das ist nichts anderes als G' von x. Und beide Räder zeigen immer in dieselbe Richtung. Das heißt, G' und F' sind beide immer zu jeder Zeit identisch. Und der Effekt ist, dass die Fahrspuren dieselbe Spur will, dasselbe Muster haben, aber eben halt immer den konstanten Abstand. Ja? Nämlich ist genau der Radstand zwischen so ein Cat Car oder so ein Bobby Car oder so ein Automat. Ja, also das ist sozusagen das, was dafür sorgt, ja, dass wir ordentlich durch die Gegend kommen. Und dass, wenn wir Fahrspuren sehen, dass der Abstand immer gleich ist. Das liegt natürlich am Radstand. Und das ist auch der Grund, warum es so Gestänge geben musste. Weil wenn die nicht in dieselbe Richtung zeigen, dann hätte unser Gefährt ein Problem. Ja, und wir hätten auch beim Lenken, glaube ich, ein Problem. Also das heißt, es ist schon ganz gut so, dass sie das über Lenkgestänge immer so gemacht hat, dass beide Räder den Lenkanschlag synchron haben. Ja? So, okay, das war vielleicht eine überraschende Wendung, aber ich hoffe, das hat geholfen.